Wichtig bei Dan, eine täglich neue Speisekarte. Vitaminreiche Kost, damit die Crew zu Kräften kommt. Und für eine Überraschung ist der 25-Jährige immer gut. Heute ist der 4. Juli, Independence Day. Ich werde für die Jungs ein traditionelles Dessert kochen lassen, Pumpkin Pie, damit sich unsere Amerikaner wie zu Hause fühlen. Auf dem Viktualienmarkt sorgt sein Erscheinen für mächtig Aufregung. Kurz geschnuppert und für mehr als 1000 Mark bestellt. Das halbe Fischgeschäft kauft der Engländer leer. Für ihn schon längst Routine. Für die Verkäufer fast der Umsatz eines ganzen Tages. Oh, das waren 20 Backerl Mais, 20, 25 Mangos, Haufen Petersilwurzeln mit Grün, Sauerkirschen und Brombeeren. Er kocht für Michael Jacks. Und da sind 200 Mann dabei und die müssen bekocht werden. Zufrieden und glücklich geht's wieder zurück Richtung Stadion. Knapp 7000 Mark hat Dan in einer Stunde ausgegeben. Für viele leckere Sachen, die sofort in den Kochtopf wandern. Der Meister selbst fasst keinen Löffel mehr an. Dan kontrolliert und freut sich über zufrieden gestopfte Mäuler. Denn wer gut speist, geht beschwingter an die Arbeit ran. Damit alles perfekt klappt, wenn der King of Pop heute Abend auf der Bühne des Münchner Olympiastadions steht. King of Pop. Ein Traum wird wahr. Sonntag im Blitz. Eine Möglichkeit, zu ihrem Idol zu kommen. Die beiden nahmen an unserem Tanzwettbewerb teil und gewannen. Jackson treffen. Der große Traum vieler geht für Ralf Waller aus Delmenhorst und Mario Massimo aus Lippstadt in Erfüllung. Als Gewinner unseres Tanzwettbewerbes sind sie die Glücklichen. Beide fliegen das erste Mal in ihrem Leben und das jetzt sogar noch zum Date mit dem King of Pop. Ich sag mir eigentlich bei solchen Sachen immer, mitmachen lohnt sich und wenn es nicht klappt, dann eben nicht. Und als ich dann gesehen habe, ja, dass ich gewonnen habe, da habe ich erstmal vor Freude angefangen zu weinen. Und dann sind sie alle gekommen, meine Eltern und so, haben mir gratuliert und so. Ja, war ein schönes Gefühl. Mario ist mächtig aufgeregt. Er will sein Idol persönlich ansprechen. Ich frage ihn, ob er glücklich ist in seinem Leben und sowas. Und ob er Freizeit hat und wenn er Freizeit hat, was er dann macht. Ja, und sowas, aber auf Englisch. Neben Jacos Garderobe warten die Gewinner des Sat.1 und Radio Energy Wettbewerbs auf ihren großen Moment mit dem King of Pop. Und dann geht alles ziemlich schnell, denn spätestens nach 3 Minuten muss der Superstar wieder hinter die Bühne, um sich auf seinen 2,5-stündigen Auftritt vorzubereiten. Und obwohl Michael Jackson seinen Fans so nahe kommt, klappt's leider nicht mit der Frage von Mario. Immerhin, Hoffotograf John Isaac schießt das Erinnerungsfoto. Damit müssen sie sich vorerst zufrieden geben. Als großes Trostpflaster haben die zwei noch die einmalige Gelegenheit, beim großen Finale mit Michael Jackson auf der Bühne zu stehen. Und das vor immerhin 70.000 begeisterten Fans im Münchner Olympiastadion. Ein Augenblick im Leben, den Ralf wohl nie mehr vergessen wird.